1-0. Ja, so ein klein wenig tolle Erfolge. 0, errungen. 2. Ab, wo er gegen Union Yu verlor. 0. Ganz interessanter Tag nach seinen Vorbildern, dann nennt er natürlich gerne Wang Hao. Sehr stark gespielt, die Rückhand als Penholder verlassen soll, sondern dass er sehr umsetzt, um dann mit der Vorhand, so wie er es jetzt zweimal gemacht hat, Helmut Hampel, Jörg Roskopp und natürlich auch an seinen Vater Chu. 6-2. Sehr stark 6. gemacht, gut mit Rückhand hier angefangen. 3, ja, das zweite 7. Mal schon in dem Halbfinale gegen FC Saarbrücken auch einmal gut getroffen. 4. Simon Gauzy hat ja schon ein Einzel gewonnen. 8. Danke. 8. Auch wenn er klar ist, auf zu spekulieren, wir sehen es gleich. Den Schritt macht er jetzt gleich nach vorne, sehr gut. Und dann nochmal das Ganze zu Ende zu machen, das ich spreche, das ist richtig stark. 4. Aber darf natürlich das Laufen, das sich gut bewegen zum Ball, nicht vergessen. 5. Der es vorher auch schon gemacht hat. 0-2. Das war Glück am Banane, gut beschleunigt. Und das war trocken. 2-3. Stark. 4-2. Stark, schnell spielen. Hier, wir sehen den Ball. Hat er auch nicht optimal die Verbindung zurück, um den Ball gut zu kontrollieren. 4-3. Der eigenen Rückhandbanane schnell genug zurückzukommen. 3, und das ist stark. 5. Wie er dort mit Vorhand flippt. 4-5. Ja, und er will rumzugehen. Genau, nicht dieses Rückhand-Gossi. 6. Er gut hier gleich nochmal. Genau so. Hebt das linke Bein. 6-7. Das Rückschlagverhalten bislang von Dang Chu. 7-7. Die Platzierung gewechselt. Etwas. 7. 8-8. Können anzufangen. 8-9. Dang Chu. Dang Chu hat es auch gemerkt, hat sofort die Platzierung gewechselt. 10-8. Sehr stark. Einem einfachen, flachen Aufschlag, kurz in Vorhand. 10-9. Da riskiert das. Da riskiert er die Violine. Sehr gut bislang gemacht. Und dann, und Simon Gauzy ist ein oder andere Mal doch ein klein wenig überrascht über das Timing für Dang Chu und für den ASV Grünwettersbach. Damit auch die Chance, zurückzukommen. 0-1. Bam! Bravo, unglaublich. Wenn ich einen Fehler mache, dann hast du dich geschnitten. Parallel ist das bessere Wechsel. 2. Bei diesen kurzen Bällen mit seinem Handgelenk. 1. 2. Gute Variante. 4-2. Dang Chu. 5. 3 Punkte Führung für Simon Gauzy. 2.
3, 6. Hier für den nächsten Ball. Dehnt er mit viel Spannung. Richtet sich etwas zu weit aus. 8, 3. 4. Macht er sehr, sehr gut. 5. Neun, sechs. Dadurch etwas mehr Qualität in den Bällen. 6, 10. 7, 10. 11, 7. Nicht das, was er sehr, sehr gerne macht. Hat es hier mit dem Stopp versucht. Aber da ist natürlich auch Simon Gauzy sehr, sehr schnell unterwegs. Der Stärken von Simon Gauzy und eine der, ich will mal sagen, kleinen Schwächen von Dang Chu. 0, 1. 1. Gut gelaufen, gut rumgekommen. 1, 2. 2, 2. Ja, das ist ein wenig. 3, 2. Ist die Länge vielleicht ausreichend, um mit Vorhand anzufangen? 2, 4. Ja, dass genau diese kleinen Sachen und Simon Gauzy anfängt, dann ist Simon Gauzy derjenige, der das früh umgelaufen. Das war stark. 4, das 4. war stark. Und da geht er mal. Hat er gut den Ball gegengezogen. 5, 4. Sehr stark. 5, und jetzt hat er hier. 6, 5. Der in die tiefe Vorhand so gestartet ist. 5. Gut kurz gespielt, gut in der Parallelen bzw. 6, 7. Acht, 6. Sicherlich ganz entscheidend. 9, und 6. auch wenn er hier, den hätte er eigentlich schon mit Vorhand gegenziehen können. 9. 7. Na dann 10. Noch einmal ein Knollen, auch wenn ein klein wenig Netz hier dabei war. 11, 7, und da hat er ihn. Das ist, würde ich mal sagen, auch keine ganz große Überraschung, aber schon in diesem Finale.